LiveTech XV3 heißt ein Messgerät zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung, wird von Kommunen schon seit Jahren sehr gerne eingesetzt. Und fast ebenso lange kommt es nicht aus den Schlagzeilen. Zuletzt im letzten Jahr hat man in einer Versuchsreihe zwei identische Geräte genau gleich aufgebaut, ein und dasselbe Fahrzeug gemessen und sie kamen beide zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das kann natürlich nicht sein. Mittlerweile, und das ist neu und eigentlich auch ein juristischer Paukenschlag, räumt der Hersteller selber ein, dass es zu Fehlmessungen kommen kann. Das bedeutet, dass dieses Messgerät grundsätzlich nicht mehr verwendet werden dürfte und sollte. Und das bedeutet wiederum, dass sämtliche Bußgeldbescheide, die zwischenzeitlich ergangen sind und die auf diesem Messgerät basieren, eigentlich unwirksam oder rechtswidrig sein müssten, sein sollten. Deswegen ist es so wichtig, nicht vorschnell zahlen, wenn ein Bußgeldbescheid kommt, sicherheitshalber Einspruch einlegen, sich an einen Verkehrsjuristen, an einen Fachanwalt für Verkehrsrecht, wie wir es sind, wenden oder an die Blitzergruppe und den Bußgeldbescheid überprüfen lassen unbedingt. Manchmal steht es im Bußgeldbescheid drin, mit welchem Gerät gemessen wurde, aber nicht immer. Im Zweifelsfalle, denn nur der Anwalt kann die gesamte Blitzerakte anfordern, die Dateien, die Dokumente, die Bedienungsanleitung, die Eichscheine, alles was dazugehört und das Ganze überprüfen. Also nicht vorschnell bezahlen, wendet euch an uns, die Blitzergruppe, wie auch immer, wir helfen jederzeit gern weiter.